Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der NBA 2K21 My League. Und genau, mit den LA Mambas. Ein bisschen lost der Start hier gerade. Ich hatte gerade direkt erst die letzte Folge aufgenommen, jetzt direkt die nächste. Weil ich jetzt morgen übermorgen relativ viel arbeiten muss und das sonst nicht hinbekomme. Wir hatten in der letzten Folge getradet für Tyrell Terry, 21-jähriger Point Guard von den Dallas Mavericks. Kam er 2020 gedraftet, Zweitrunden-Pick, der erste, aber in der zweiten Runde. Und ja, legt bisher die Saison 7,7 Punkte auf, hat bei seinem Debüt, wo wir leider noch nicht mit ihm spielen konnten, solide abgeliefert. 12 Minuten, 13 Punkte, 6 von 6 aus dem Feld, 1 von 1 Dreier. Das ist auf jeden Fall, finde ich, vielversprechend, aber er war so schnell ausgefoult, dass wir gar nicht mit ihm spielen konnten. Und das heißt, jetzt hier im National TV Game gegen die Warriors werden wir hoffentlich das erste Mal mit ihm spielen, je nachdem wie knapp das ist. Den Trade wollen wir nicht machen. Je nachdem, wie knapp das Spiel wird, gehen wir natürlich gerne rein. Die Warriors erwischen auf jeden Fall einen sehr soliden Start. 72, 79, 79, 85. Wir gehen einfach mal rein und ich hoffe, diesmal ist er noch nicht ausgefoult. Sonst wäre er auf jeden Fall ein bisschen nervig. Mal gucken. Das erste Viertel konnten die Warriors auf jeden Fall ganz gut für sich entscheiden, seitdem wir ein bisschen besser drin. Drittes Viertel dann leider wieder mit 9 verloren, aber viertes Viertel geht bisher an uns. Und mal gucken, was wir jetzt machen können. Wie gesagt, ich werde relativ schnell versuchen, jetzt den Herrn Terry dann auch reinzuholen. Und dann mal gucken, was bei ihm geht oder mit ihm geht. Ah, er spielt auch direkt. Finde ich gut. Kassen 12 über uns schon. 4 Punkte aber nur. Ist für seine Verhältnisse auf jeden Fall wenig. Die Warriors hier natürlich mit Steph und mit Klay Thompson. Und Steph direkt mit den ersten Punkten. Terry bringt den Ball. Ah, nee. Scottie Barnes soll den Ball scheinbar bringen. Hat jetzt hier Klay Thompson als Gegenspieler. Cousins. Pusht seinen Gegenspieler in die Zone. Finished. Plus Foul. Curry da als Hilfe kommen. Ist aber nur dafür gut, das Foul zu verursachen. Klay Thompson war gerade auf einmal Power Forward scheinbar. Jetzt aber wieder ausgewechselt zum Shooting Guards. Cousins macht seinen Bonusfreiwurf. Let's go. Kaum haben wir sein Scoring kritisiert. Boah, Tyrell Terry auch. 17 Punkte. 8 Rebounds schon. Muss jetzt hier natürlich gegen Steph Curry verteidigen. Keine schöne Aufgabe. Cousins gegen Wiggins. Okay, auch komisches Matchup. Steph kriegt den zu offenen Dreier und macht ihn aber zum Glück nicht. Steph kann auf jeden Fall auch sehr, sehr unfair in 2K sein. Tyrell Terry. Bricht nochmal ab. Oder Depot aus der Midrange. Trifft ihn nicht, aber wir kriegen den Ball nochmal wieder. Dylan Brooks. Der Ball geht zu Cousins nochmal in die Zone. Ah, Cousins kann es nicht finishen, das Play gegen James Wiseman. Und die Warriors auf der anderen Seite mit den schnellen Punkten. Läuft noch nicht so richtig gut. Es gehen die Warriors aber auch echt immer ekelhaft in 2K. Wir gehen wieder zum Matchup Cousins gegen Wiseman. Mal gucken, ob sie doppeln. Ne, machen sie nicht. Und wir können es auch nicht bestrafen. Sollten wir vielleicht aufhören mit jetzt. Gute Defense dafür. Scottie Barnes in Transition. Dylan Brooks kann den finishen. And one. Let's go. Let's go, Dylan Brooks. Bringt uns auf 4 Punkte ran. Ich weiß nicht, ob Tyrell Terry das echt gerade ein gutes Debüt ist. Hier gegen Curry zu verteidigen, auf jeden Fall schwierig für ihn. Also diese Defender haben wir ihn, glaube ich, nicht geholt. Oh, und Curry mit dem wunderschönen Ball auf Thompson, der wide open in der Zone steht. Terry, ich weiß halt auch gar nicht, was hier so seine Stärken sind. Hätten wir uns vielleicht vorher angucken sollen. Oder Depot jetzt. Isoliert. Aber natürlich kein ganz einfaches Matchup. Boah, und Klay Thompson fängt den Ball ab. Bleibt zurück in unser Ballbesitzer. 4,9 Sekunden noch. Wir tun uns sehr schwer hier gerade. Let's go. Gutes Anspiel von Oladipo auf Scottie Barnes. Und Scottie Barnes, der auch noch Probleme hat. Hier zwar 9 Assists schon, was natürlich sehr stark ist, aber 3 von 10 aus dem Feld nur.
Oh, come on, Oladipo, unnötiges Foul abseits des Balls. Tyrell Terry wird auf einmal nur mit 74er Waiting nach langer Zeit, warum auch immer. Oh, Wiseman, viel zu einfache Punkte dagegen Cousins. Ich glaube, wir bringen mal Terrence Clark rein. Das Spiel raus, kommt zu spät. Ja, und das da in der Zone gegen Wiseman, es ist. Ich weiß nicht, wir kriegen Wiseman da zwar ganz gut in die Zone reingepusht, aber danach ist es dann schon immer ein bisschen schwierig. Und Thompson, ey, die Punkte sind gerade so leicht. Wir stehen zwar irgendwie daneben, aber wir kriegen gar keinen defensiven Fokus rein. Oladipo, Katastrophenpass auf Tyrell Terry, der komplett wide open in der Zone stand. Scottie Barnes, gute Hände, der Ball landet wieder bei den Warriors. Und Wiseman kann sogar das Foul ziehen gegen Cousins. Also, Cousins gefällt mir bisher sehr, sehr gut bei dieser My League, aber in dem Spiel hier bisher können wir auch mal Vernon Carey Jr. einwechseln. Ich glaube, wir lassen aber sogar Tyrell Terry. Ich wollte ihn ja eigentlich ein bisschen testen hier. Den Spieler hatten jetzt sogar schon ausgewechselt. Cousins hat die komplette Seite frei. Zone zieht sich zu. So, diesmal kann er auch mal das Foul ziehen zumindest. Wir haben es jetzt auch schon mehr als oft genug versucht zu erzwingen. Aber Cousins ist natürlich auch kein Spieler mehr von dem Kaliber, um den du deine Offense eigentlich herumbauen solltest. Also wir sollten es auch nicht zu sehr jetzt auf ihn verlassen. Tyrell Terry ist zurück. Bedrängt hier Steph Curry direkt mal sehr, sehr eng. Oladipo, wichtige Help Defense und Cousins gewinnt das Duell um den Rebound. Oh, und dann schon wieder ein Fehlpass. Oladipo, schon wieder gute Defense von ihm. Nein, wir geben den Ball nicht direkt schon wieder her, oder? Boah, ey. Was ist hier gerade los? Steph mit dem Dreier. Ja, gute Nacht. Alter, wir haben jetzt hier gerade 8 Turnover in Folge oder so. Da brauchen wir mich auch nicht zu wundern. Steph, Back-to-Back Dreier. Holy shit. Steph Curry nimmt es auseinander. Aber ich spiele es gerade auch echt schwach. Muss man natürlich auch versagen. Tyrell Terry nimmt den Dreier sehr offen, trifft ihn leider nicht. Steph nimmt den nächsten Dreier. Boah, trifft ihn diesmal zum Glück mal nicht. Oladipo in Transition. Cousins, viel Platz in der Zone macht ihn, aber 12 Punkte Rückstand hier. Ich glaube, das können wir bis zum Ende simulieren. Das wird nichts mehr. Und dementsprechend diesmal mal eine relativ unerfolgreiche Folge. Ich bedanke mich trotzdem bei euch fürs Zuschauen. Tyrell Terry konnte noch nicht so richtig überzeugen, wobei er sogar in der Simulation voll ganz gute Stats hatte. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Nächstes Spiel wieder gegen die Ravens mit Kawhi Leonard. 3 zu 6 und der Rekord jetzt natürlich noch nicht so wirklich gut. Statt jetzt sieht es eher nach weiter. Boah, wir sind sogar Letzter im Westen. Ganz schwach. Aber die Saison ist natürlich noch lang, ist noch alles drin. Und ich würde sagen, wie gesagt, ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zuschauen. Gerne mal ein Like, Abo dalassen, alles Kommentar. Freue ich mich immer über alles drüber. Wir sehen uns morgen wieder um 14 Uhr. Haut rein. Ciao.